Neben mir sitzt Gianni. Er hat dieses Buch hier geschrieben, was ich dir im Kanal schon vorgestellt habe. Und wir werden heute nicht über dieses Buch reden, wir werden über etwas reden, was quasi daran anschließen kann, weil das Buch haben Sie, wenn Sie jetzt schlau waren, schon gekauft und schon gelesen. Und in meinem Exemplar von diesem Buch befindet sich dieses Lesezeichen drin. Ich halte es etwas näher ran. Und zwar steht da Kapperbank drauf. Und Kapperbank, das ist ein Unternehmen und das hat was mit dem Buch zu tun. Und was? Das frage ich jetzt Gianni persönlich. Gianni, was hat das mit dem Buch zu tun? Weil das ganze Buch, das ist Thema grüne Energie. Und was heißt grüne Energie? Der Kupfer ist sehr wichtig für alles drin. Weil ich sage, Solar oder Wind oder Elektroautos, alles braucht ungefähr 3 bis 5 Mal mehr Kupfer je Megawatt oder je Gigawatt, was das braucht. So, wie ein Aktionär, ich persönlich, ich mache Investments seit 15 Jahren in Kupfer und besonders jetzt, ich mache mein Hauptinvestment ist in die Firma Kopperbank. Also Kopperbank, das ist eine Firma, in die man investieren kann, das ist eine Firma, die ja auch in Kupfer investiert. Ja genau, das ist etwas wie ein, wir glauben und wir investieren, ja, Kupfer, man sagt, im Boden. So, wir haben keinen Bergbau und keine Mine, wir machen gar nichts. Wir kaufen Projekte, was wir Kupfer vorkommen haben. Und das ist für unsere Strategie, das ist jetzt auf diesem Augenblick in den USA. So, wir haben 3 Projekte, 1 Projekt in Nevada und 2 Projekte in Alaska. Und alles ist mit, alles getestet, geprüft, Kupfervorkommen oder Ressourcen im Boden. Und alles zusammen, wir haben 3 Milliarden, 400 Millionen Pfund Kupfer im Boden. Okay, wenn ich es richtig verstehe, ist es, dass dein Unternehmen kauft ja, Kupfer im Boden, was nicht gefördert ist, was in der Erde gebunden ist, weil es jetzt den aktuellen Preis hat und du davon ausgehst, dass Kupfer wesentlich teurer wird in der Zukunft? Ja genau, wir glauben vor, und das ist eine Medium- bis Long-Term-Strategie. Ja. Ich bin nicht ein Aggressiv-Aktionär, wie heißt das? Ich habe meine persönlich, ich habe einen zwischen 2 und 5 Jahre Plan. So, das ist wichtig. Wir haben keinen Bergbau, das ist ein Kupfervorkommen im Boden. Und wir haben das wie eine Firma sehr günstig, sehr billig gekauft, diese Projekte. So, mit unseren 3 Projekten, das braucht ungefähr 50 Millionen Dollar zum Wiedermachen, alle, was ist schon gemacht. Ich sage Boden und Engineering und Metallurgy und so weiter mit unseren 3 Projekten. So, das ist, was wir haben gekauft. So, das ist ohne Debts oder kein Kredit dabei. Wir haben alles mit Aktien gekauft. Also der Wert des Unternehmens, wenn man das jetzt nochmal machen möchte, also die Entwicklung, dass man bohrt und feststellt, wie viel Kupfer ist da drin, was es gefunden hat, würde jetzt ungefähr 50 Millionen Dollar kosten. Ja, kanadische Dollar. Kanadische Dollar. Genau. Und was ist das Unternehmen derzeit an der Börse wert? Unser momentan Börsenwert ist ungefähr 5 Millionen Dollar kanadisch. Ja. Und, aber das ist ein bisschen fallen lassen, die Aktien. Das ist der erste Capital-Erhöhung war der 7. November. Das ist flüssig auf dem Börse Kanada und das ist auch in den USA und auch in Frankfurt gelistet. Mit der Frankfurt-Nummer ist 9, C wie Charlie, P wie Peter. Das wird dann natürlich hier eingeblendet. Ja, und dann man kann die BKN-Nummer haben auch. Die BKN-Nummer wird auch eingeblendet. Ja. Und also das heißt, ich erinnere mich immer ganz gern an diesen Großinvestor Warren Buffett, der gesagt hat, es ist clever zu investieren, wenn man einen Dollar kaufen kann und dafür nur 50 Cent ausgibt. Reden wir auch über diese Strategie bei Kapperbank? Ja, und das ist logisch, weil was ist wert für unsere Projekte jetzt? Weil der Preis von Kupfer ist ein bisschen unstabil, es ist fallen lassen, aber ich denke, meiner Meinung, der US-Dollar ist sehr stark. So alles, was ist im US-Dollar gepreist, ist fallen, weil der US-Dollar ist so stark. Aber man muss fragen, mit Öl, wir benutzen weltweit 93 Millionen Barrel jeden Tag.
und dann in den nächsten 10 oder 15 Jahren, wie viel Öl wir brauchen weltweit. Und wenn man sagt, jemand in Saudi-Arabien zum Beispiel, sie denken, dass es weniger in der Zukunft. Weil ähnlich, wir haben grüne Energie, Elektroautos und so weiter. Und ich denke persönlich, dass wir benutzen in der Zukunft weniger Öl. Und wir haben Winners und Losers, das heißt, Kohle, das ist ein Loser. Aber wenn wir brauchen, und das ist Wissenschaft, ich sage, wir brauchen zwischen 3 und 5 Mal mehr Kupfer, jedes Mal, wenn wir machen etwas grüne Energie oder Elektroautos und so. So, ich denke persönlich, zwischen Angebot und Nachfrage, wir brauchen mehr und mehr und mehr Kupfer. So ich glaube in eine starke, hohe Preis Kupfer. Und da so, wir haben diese Investments in Copper Bank. Und ich muss sagen, ich bin der Hauptaktionär in Copper Bank und ich kaufe noch immer wie ein Insider. So, das ist sehr wichtig für Aktionärs, wenn die Insiders kaufen oder verkaufen. So, man geht kostenlos auf canadianinsider.com und du kannst kostenlos sehen, wann die Insiders haben gekauft oder verkauft. Du davon ausgehst, dass Kupfer künftig viel mehr gebraucht wird. Das ist auch in diesem Buch ja sehr schön beschrieben. Es ist vor allem beschrieben für Einsteiger in diesem Bereich. Lass uns aber nochmal kurz zur Strategie von deinem Unternehmen kommen. Dein Unternehmen hat ja schon Liegenschaften gekauft, die Rechte daran. Dein Unternehmen gehört jede Menge Kupfer. Wird dein Unternehmen explorieren, um weiter den Wert am Boden zu steigern, dadurch, dass man mehr Bohrung gemacht hat, oder wird dein Unternehmen einfach abwarten, bis der Kupferpreis angestiegen ist und dann eine Mine zu verkaufen, denn dass du dann dieses Grundstück oder diese Mineralien verkaufst zu einem Unternehmen, was es dann fördert und du dafür viel Geld bekommst. Was ist der Plan? Unser Plan jetzt, weil ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich nicht weiß. Und dann, das ist wie Immobilien. So wir machen dir gar nichts, wir müssen nicht. Weil Bohren, ich habe schon gesagt, ich kaufe für, was hat gekostet, $1, wir kaufen jetzt für 10 Cent. So, weil ich kann mir so kaufen, ein laufendes Programm oder laufende Projekte, wir kaufen das. Aber mit unseren Projekten, ich denke, wir machen gar nichts. Weil das ist so unbewertet, was wir haben gekauft. Das ist ganz einfach. Kaufen, was kostet jetzt 10 Cent für $1? Und wenn später wir verkaufen, für etwas zu verdienen, ich denke. So, ich muss das sagen, wie heißt das auf Deutsch? Protecting, der Value per Share. Und das ist, was wir halten. Und dann ich kann etwas verdienen. Weil unsere Firma, wir haben keine Mitarbeiter, wir haben kein Büro, wir haben kein Gehalt sowieso in der Firma. So, das ist ein sehr, sehr günstig. Sehr, 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 ganz einfacher Firma. Wir haben fast niemand arbeitet hier, aber das ist ein Buy and Hold Strategy. Und wenn ich sage Buy, das ist fast die billigste, das war immer. Das ist vielleicht, wenn Sie sich jetzt mit Rohstoffaktien noch nicht beschäftigt haben, werde ich mal so einen kleinen Exkurs machen. Und zwar ist das so, dass die meisten davon an der kanadischen Börse gehandelt werden, die dort registriert sind. Und die Börsenkurse von vielen Unternehmen sind in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen. Das hat auch was mit der Entwicklung zu tun. Das hat damit zu tun natürlich auch mit dieser Wirtschaftskrise, die wir quasi endlich durchstanden haben. Aber die Rohstoffe sind derzeit out. Sie sind nicht in. Und deswegen wurde auch viel Geld abgezogen. Was ist passiert? An Unternehmen, die jahrelang gebohrt haben, die Grundstücke exploriert haben, sind dabei kaputt zu gehen, weil sie nicht mehr finanziert werden können. Sie haben sehr viel Geld ausgegeben, teilweise auch Geld verbrannt. Auch natürlich ein Unternehmen, was jetzt nicht so aufgestellt ist wie die Copper Bank, braucht Büro, der Vorstand muss bezahlt werden, Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Und da ist viel kaputt gegangen. Und jetzt ist natürlich eine interessante Sache, wer heute noch Geld hat, ja, und auch einen Zeithorizont über lieber ein paar Jahre mehr, der kann heute solche, kann Aktien kaufen heute von Firmen am Rohstoffmarkt
oder am besten, wenn man viel Geld hat, nicht die Aktien, sondern direkt die Projekte kaufen, die exploriert wurden, wo du hast ja 50 Millionen wurden da schon investiert und du hast es für einen Bruchteil davon bekommen können, weil einfach andere Firmen pleite gehen. Das ist ein bisschen Aufräumen auf dem Markt und das ist eine interessante Geschäftsidee, wenn man sich daran auskennt. Und die Möglichkeit jetzt davon, daran zu profitieren, ist Aktionär bei Kappa Bank zu werden. Wie sieht der Plan aus, wenn jemand aus Deutschland über die entweder die kanadische Börse oder auch die Aktie wird auch in Frankfurt gehandelt, investiert in dein Unternehmen? Was ist so der ideale Weg für den Investor, was ihn erwarten wird? Ich denke, ich verstehe, aber in Frankfurt, das ist ein sehr, sehr guter Bid und Ask, und es ist sehr knapp und das ist, taken care of. Und ich denke, was ist am wichtigen ist, dass ich bin ein Kupferaktionär seit 15 Jahren und ich bin weltbekannt. Ich bin auf dem Messe um die Welt wie ein Keynote Speaker und ich kann nichts mehr in die andere Firma investieren auf diesem Augenblick, weil das ist ohne Ende. Sie machen gar nichts, die kleine Firma, und immer bohren, und gar nichts machen. So, wir haben Copper Bank vor, das ist unsere Firma. Wir haben das gemacht für uns, weil das ist, was die ganze Markt braucht. Warum könnte das eine gute Idee sein für deutsche Investoren, Aktien von deinem Unternehmen zu kaufen? Ja, weil das ist für meine Menge Leute. Wir haben diese Firma für eigene Leute gemacht. Und wenn andere Leute um die Welt, okay, das ist in Frankfurt und man kann die Aktien in Euro kaufen und geh mal auf der Börse, man kann sehen, dass Bid und Ask ist sehr, sehr, sehr eng. Und wenn diese Leute, wenn sie wollen, die Kupferprofis folgen, das ist, was wir machen für uns, weil das ist, was wir brauchen. Sondern diese Leute, sie können für uns über eine Medium Timeframe oder eine lange Seite, sie können uns folgen und investieren mit uns bei uns. Hat den gleichen Preis oder weniger, was wir haben bezahlt, weil der momentane Kurs hier im Juli 2015 ist ungefähr 3 oder 4 Euro Cent und wir haben den Capital-Erholung gemacht mit 7 Euro Cent. Und wir kaufen noch. Ich habe meine Empfehlung, Leute können den Insider-Trades folgen, auf jeden Fall mit canadianinsider.com. Sind weitere Kapitalerhöhungen geplant? Nee, bis jetzt nicht. Wir brauchen kein Geld bis 2017. Und dann, wir haben viele Dinge in Kupferbank. Wir haben die Firma gekauft. Zum Beispiel, wir haben eine Bohrmaschine verkauft. Wir haben 135.000 US-Dollar bekommen von das. So, wir haben Dinge, wir können das noch verkaufen. Oder, das ist günstig, wir haben nicht so viele Costs. So, wir brauchen kein Jahr mehr bis 2017. Dann lass mich bitte zusammenfassen. Und zwar, wer in dieses Unternehmen investiert, das ist keine Dividendenstrategie, weil das Unternehmen produziert ja in dem Sinne nichts, sondern es hat Kupfer am Boden gekauft und steht dazu, wartet so lange, bis der Preis viel stärker gestiegen ist, um dann die Projekte halt zu verkaufen, damit jemand anders das Kupfer fördert. Der Sinn ist natürlich dabei, die Projekte zu einem Vielfachen des Preises zu verkaufen, wie sie heute eingekauft wurden. Und das heißt, der Plan ist, dass der Wert der Aktie dann steigt. Das heißt, wer heute investiert, kauft relativ günstig auch ein und hat etwas zu warten. Wir sprechen über mehrere Jahre und so ist der Plan, wird der Aktienkurs ein anderer sein als heute und zwar wesentlich höher. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig zu sagen, wie bei jeder Aktie ist es immer ein Risiko, die Aktien können hoch und runter gehen. Auch hinzufügen möchte ich und muss ich auch, dass ich selber Aktionär dieser Firma bin. Ich habe mehrfach die Aktie gekauft. Das heißt auch als quasi für Sie als Sicherheitshinweis, ich hätte jetzt quasi ein eigenes Interesse, dass die Aktien steigen. Vermutlich werde ich jetzt auch rechtlich nur so ein Disclaimer einblenden, wo da drauf steht mit dem Wertpapierhandelsgesetz und so weiter, dass ich selber Aktionär bin. Bevor Sie aber auf die Idee kommen, jetzt Aktien zu kaufen, wäre es doch sinnvoll, erst das Buch zu lesen, um mehr über Kupfer zu erfahren. Und dieses Buch, das ist bei Amazon erhältlich. Ich werde auch diesen Link zu Amazon direkt unter dem Video einblenden. Aber ein Buch werden wir verlosen. Wir haben
wir haben ja schon eins da. Und zwar, wir werden es besonders verlosen, und zwar mit einem Autogramm von dir. Du wirst ein Buch signieren. Wie das genau verlost wird, das schreibe ich dann ins Kommentarfeld rein. Gianluca, bitte, denn bitte ich dich um eine Signatur. Ja, danke sehr. I do the date and on my special chart I do always. Ready? Perfect. Yeah? We can start. You look at the writing? Ich mache einen Chart, weil es ist ein bisschen unstabil, aber in der Zukunft, ich denke, Kupfer steigt. Cool. So, das Buch ist signiert, und was wir noch haben, ist ein ganz wichtiger Tipp, um am Thema dran zu bleiben, von Gianni, bitte. Ja, auf Copperbanks Website, wir haben einen der besten Videoblogs der Welt, wo alles grüne Energie und logisch Kupfer. So, geht man auf copperbankcorp.com und suchen Sie die Copper Zone. Und das ist ungefähr 2 Stunden Videoblogs, alle die weltbekannten Leute. So, enjoy. Ja, vielen Dank für den Tipp. Auch diesen Link werde ich direkt unter das Video posten. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bitte ich Sie zu liken. Und wenn Sie jemanden kennen, der sich für Kupfer interessiert oder sich vielleicht für Kupfer interessieren sollte, dann können Sie auch gern dieses Video per Link weiterschicken. Vielen Dank dafür. Danke.